Danke dir. Vielen Dank. Schönen guten Morgen in Innsbruck. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich habe drei super komplexe Themen und mir eilt der Ruf voraus, man müsste jedes dritte Wort googeln. Aber keine Angst, Peter hat sich eindrücklich ermahnt, es ganz einfach zu halten, also euch über die Klippe zu führen. Na, Scherz beiseite, wir sind in Tirol, also auf wie auf dem Gipfel, und ich habe beim ausgezeichneten Bergführer gelernt, wie man das macht. Am Anfang ganz einfach darstellen, und wenn die Leute dann in der Steilwand hängen, können sie nicht mehr zurück. Na gut, komplex, muss ich kompliziert sein, es gibt eigentlich so eine einfache Sache, die man mal verstehen muss, wenn man sich an komplexe Themen annähert, nämlich dass nicht jedes Wort, das wir verwenden, genau einer und derselben Sache dient. Die meisten Missverständnisse, Widersprüche kommen daher. Die allermeisten nehmen an, dass Geld irgendwie ein Ding wäre, nicht? Dass eine konkrete Sache immer dieselbe, die man vielleicht sogar anfassen kann und leicht verstehen kann. Tatsächlich sind es natürlich ganz grundverschiedene Dinge. Keine Sorge, ich habe ein paar visuelle Tritthilfen mit viel künstlicher Intelligenz, damit die natürliche Intelligenz noch ein bisschen schlummern kann. Fangen wir beim schwierigsten Thema an. Bitcoin sind mindestens drei verschiedene Sachen. Und das sind nicht einfach drei verschiedene Seiten vom Elefanten, um den die blinden Bergsteiger da rumstehen, sondern es sind drei Dinge, die eigentlich im Widerspruch zueinander stehen. Für die meisten Menschen, es war die erste Berührung mit Bitcoin, dass es eine Wertsache ist, nicht? Wir schauen gerade, die künstliche Intelligenz war ziemlich gescheit, weil schaut's, wie blöd er schaut, der Franklin. Ne? Warum schaut er so blöd, der Franklin? Ne? Das ist der OG Money Printer. Ja? Das war also einer dieser rational super intelligenten, aufgeklärten Typen, die die ökonomischen Vorzüge von Papiergeld dargelegt haben. Blöd ist nur, sein Job war, er war Gelddrucker. Also er hat die Druckerei betrieben, die die Geldscheine dann in Auftrag bekommen hat. Also gescheiter Typ, muss man ihm lassen, aber da kann er jetzt nur blöd schauen. Ja. Das ist natürlich die eigentlich uninteressanteste Sache an Bitcoin. Die Frage, naja, was ist denn der Wert? Na, ist der Preis jetzt gerade günstig oder noch immer zu teuer? Und die natürliche Intelligenz geht da meistens schief, nicht? Wenn es günstig ist, interessiert es kein Schwein. Und wenn es teuer ist, na dann ist der Bullenmarkt. Ne? Viel interessanter, wahrscheinlich für euch, und spannender ist eine ganz andere Bedeutung von Bitcoin. Bitcoin als Netzwerk, als dynamisches Netzwerk, als komplexes adaptives System, nicht googeln, Schwammerl, ne? Also lebendiger Organismus, etwas also durchaus Neugierde, Interesse weckendes, fast schon lebendige Struktur. Aber der eigentliche Grund, wahrscheinlich, warum es das Event gibt und vielleicht auch, warum die meisten hier sind, ist eine dritte Bedeutung, die wieder was ganz anderes ist. Nicht? Bitcoin als Bewegung von Menschen, die sich jetzt nicht nur beim selben Mittel treffen, sondern auch Ziele teilen, die irgendwie Vorstellungen haben über eine Zukunft, über eine bessere Zukunft, die Hoffnung fassen in dunklen Stunden der Gegenwart und die da eigentlich so einen Antrieb eint. Und das soll man nicht unterschätzen. Das Interessante sind drei grundverschiedene Bedeutungen, und ähnlich ist es bei der österreichischen Schule. Auch die österreichische Schule ist nicht einfach eine Sache, es sind drei ganz verschiedene Dinge, total widersprüchlich, haben nicht unbedingt was miteinander zu tun, und die erste Bedeutung, es ist eigentlich eine Wertsache, nicht? Das ist irgendwie, dass einen Wert hat, dieser Herr, den ihr wahrscheinlich noch nie so gesehen habt, ein bisschen zum Leben erweckt, ist lebendig, dass sein Wirken bis heute Wert hat, nicht? Der hat eine Reputation, ein Wissenschaftler, viele gescheite Leute sind ihm nachgefolgt, sogar Nobelpreisträger war dabei, nicht? Das ist schon eine geile Sache. Professoren, Doktoren, Lehrstühle und eine Tradition, die dann vielleicht Bitcoin nicht so abgeneigt ist, also doch eine wertvolle Geschichte. Und interessanterweise ist ja auch die Werttheorie der Anfangspunkt der österreichischen Schule. Das zu verstehen, dass Wert aus der subjektiven Betrachtung der Menschen kommt, dass man ein bisschen Empathie haben sollte, das nachzuvollziehen, dass wir unterschiedliche Ziele haben und
im Wesentlichen auch Ideen natürlich suchen als Mittel, um unsere Ziele zu erreichen, Rationalisierungen, Begründungen, die uns vielleicht eher entsprechen und womit wir vielleicht mehr Freude haben als mit anderen Ideen. Das ist so diese Tradition der österreichischen Schule, als vielleicht akademische Tradition, als etwas, was Schüler und Lehrer gibt, jetzt nicht unbedingt engen studentischen Sinne, aber ich finde, es ist eigentlich also die weniger interessante Facette dieser österreichischen Schule. Viel interessanter ist ja die Frage, dieser Herr Menger, warum hatte der so ein Standing, nicht? Wie kann der Tutor des Kronprinzen werden, nicht? Wie kann seine Wirkung bis heute fortdauern? Woher kommt diese Genialität? Das war ja keine Offenbarung, die er empfangen hat, irgendwo und dann weitergegeben hat, sondern er selber ist natürlich Knoten eines Netzwerks gewesen. Und wir müssen uns da ein bisschen anschauen, den Kontext der damaligen Zeit. Total anders als heute auf den ersten Blick, aber extrem ähnlich. Total anders, weil das Österreich von damals, obwohl es in Innsbruck, das wird man wieder kennen, gibt sogar einen Böhm vom Bauwerkplatz, aber so vom Gespür und Gefühl eine ganz andere Welt. Das Österreich von heute hat relativ wenig gemein mit dem Österreich von damals, allenfalls die Gebäude, wo sie Bombenhagel überstanden haben. Und diese Welt war eine ziemlich durchmischte, wirklich diverse Welt. Die Leute haben halt nicht so gelebt und gesiedelt, wie man das gern gehabt hätte in der Zeit des aufkommenden zentralisierten Nationalstaates. Und so war Österreich relativ rückständig. Ein großer Teil Zentral- und Osteuropas, wo dann plötzlich die Verbindungen zugenommen haben. Es war die Zeit einer verspäteten, sehr dynamischen Industrialisierung. Und Wien hat sich kurz so angefühlt, als wäre es das Zentrum der Welt. Eine der fünf größten Städte der Welt. Austausch, die Druckerpresse nimmt endlich Fahrt auf, nicht nur bei Geldscheinen, sondern auch bei Druckschriften aller Art durch Mechanisierung, Energie, industrielle Energie, und die Leute fangen an, miteinander zu kommunizieren. Kommunikation gab es natürlich schon vorher, eine kleine Elite an gescheiten Leuten, die sich mehrsprachig Briefe geschickt haben, und jetzt werden es die Druckschriften, die sich verbreiten, und die Menschen werden mobiler, die Eisenbahn wird gebaut und verbindet weite Teile der Monarchie in einer relativ kurzen Phase, also Dynamik ähnlich wie China heute oder bis vor ein paar Jahren in der Seitenstraße. Und da kommt schon viel zusammen, da verbinden sich viele Dinge und es entstehen Netzwerkeffekte. Es entstehen Netzwerkeffekte des Denkens. Dampfschiffe aus der K&K-Monarchie übernehmen zum Beispiel die Post für Ägypten. Ja, also eine globale, vernetzte Welt. Und die Dynamik, auch die wirtschaftliche Dynamik, ist schon beeindruckend. Wir sehen Ähnliches dann im 20. Jahrhundert. Ihr kennt sicher die Grafik vom Rosling, der da aufschupft, um zu zeigen, also welche unglaubliche Wohlstandsdynamik da in Österreich, deutschsprachiger Raum im 19. Jahrhundert folgte, ähnlich wie dann in Asien im 20. Jahrhundert. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Netzwerkeffekte bedeuten Selbstverstärkung. Also Dinge kriegen diese Exponentialität, weil je mehr ich erwirtschafte, desto mehr kann ich reinvestieren. Je mehr ich auf neue Ideen stoße, desto mehr kann ich neue Ideen erdenken. Und genau das steht hinter exponentiellen Effekten. Und wir haben eben nicht nur wirtschaftlich exponentielle Effekte, sondern auch im Denken exponentielle Effekte. Und das erklärt, warum es also nicht nur eine österreichische Schule der Ökonomik gibt, sondern unzählige österreichische und Wiener Schulen in praktisch allen Fachbereichen. Also eine ganz kurze Blüte der Netzwerkeffekte des Denkens, wo Ideen aufeinandertreffen und wo nicht Karl Menger, einer der helleren, aber doch nur ein Knoten in einem beeindruckenden Netzwerk ist, das durch Zeit und Raum reicht und bis heute so eine gewisse synaptische Lebendigkeit hast, auf einem ganz, ganz schmalen Pfad, aber immerhin so eine Synapse hat vielleicht überdauert über die Zeiten. Knotenpunkte dieses Netzwerks sind die Kaffeehäuser, die Salons, und das ist eigentlich auch, würde ich sagen, der Höhepunkt dieser österreichischen Schule als Netzwerkeffekt, für mich so der Inbegriff der Dynamik dieser Tradition ist der Mises-Kreis. Ludwig von Mises, auch
lebendig durch dieses Wirken. Und das Erstaunliche ist, dass in diesem Netzwerkknoten es mit Schule überhaupt nichts zu tun hat. Also Mises unterrichtet in seinem Mises-Kreis nicht. Er lehrt keine Geldtheorie, er gibt überhaupt keine Lehre vor, er lädt nicht nur Ökonomen ein, er lädt Denker aus allen Bereichen rein und er lädt Praktiker ein. Er lädt Unternehmer ein, Künstler, Geschäftsleute. Und worüber diskutieren sie? Interessanterweise hauptsächlich über Erkenntnistheorie. Das heißt, sie stellen sich die Frage, wie kann man in einer Zeit der Ungewissheit überhaupt noch was wissen? Man hat also Zweifel, die Narrative, die offiziellen und dominanten sind nicht ganz plausibel. Es gibt allerlei verrückte Ideen aus allen Ecken Europas und man will irgendwie damit klarkommen mit diesen Netzwerkeffekten. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, mit Netzwerkeffekten klarzukommen. Und die meisten sind überfordert, nicht? Die sagen jetzt, da widerspricht sich und suchen neue Gewissheiten, neue Klarheiten, um damit Herr zu werden, mit diesen Netzwerkeffekten des Denkens. Und die allermeisten scheitern daran. Interessanterweise ist, dass Wien der alten Tage die Hauptstadt der Neurosen. Ja. Ökonomisch wird es immer chaotischer, aber es gibt eine österreichische Schule der Ökonomik, es gibt drei Wiener Schulen der Psychologie, ist schon ein Hinweis, dass die eigentlichen Probleme sich da oben abgespielt haben. Also die Leute drehen durch. Man sagt aber, sie werden neurotisch, naja, schmeichelhaft formuliert. Und allerlei Spinner finden sich, nicht? Diese Friends-Partie da, zum selben Zeitpunkt finden sich plötzlich in Kaffeehäusern, die vielleicht ein paar hundert Meter entfernt sind voneinander, ein junger Stalin, Trotzki, Hitler, Tito, alles Mögliche an Spinnern findet sich natürlich auch in diesen Netzwerkeffekten mit neuen Gewissheiten, Klarheiten, Vereinfachungen, die helfen sollen, mit dieser Dynamik umzugehen. Ist also durchaus eine ambivalente Situation und eine Reaktion darauf ist natürlich so eine Sehnsucht, ja, weg mit dem modernen Wahnsinn, irgendwo zurück, irgendwo ein Refugium, ein kleines Hobbiton schaffen. Das war übrigens auch die Reaktion im 19. Jahrhundert. Wir hatten so auf die erste Top-Down-Modernisierung, gab es das Biedermeier und dann im Anfang des 20. Jahrhunderts ist so die Romantik ganz stark, nicht? Romantisierte Vorstellungen von der guten alten Zeit, als alles noch einfach war und dieser scheiß Kapitalismus mit Komplexität und Eisenbahnen weg mit dem Kamuri, zurück in ein Idyll. Das sind schon sehr starke Ideale, nicht? Das schaut aus, als könnte es in Tirol sein. Ich weiß nicht, wer es kennt, das ist aus der Verfilmung von Atlas Shrugged von Ayn Rand. So ist die Vorstellung, würde Gels Gulch aussehen, das Refugium der wenigen starken Individuen, die sich aus einer kollektivistischen Welt entziehen. Und natürlich ganz interessant, ich halte es für wenig plausibel, weil es natürlich übersieht, also dass jetzt ein Stahlunternehmer, ja, den die Regulierung anzipft, sein Hochofen da ins hinterste Tiroler Tal übersiedelt, ist nicht so wahrscheinlich. Also es ist eher ein defätistischer Ausstieg. Und das ist natürlich eine naheliegende Reaktion. Ich teile sie, ich bin auch gern auf dem Berg und entziehe mich gern dem Wahnsinn. Aber es gibt schon natürlich eine aktivere Auseinandersetzung mit den verrückten Netzwerkeffekten der Moderne. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Und die bekannteste und dominanteste ist natürlich die der supergescheiten, gebildeten Experten. Und das ist auch mit dem Begriff Aufklärung verbunden, nicht? Also Aufklärung heißt in aller Regel in Österreich, wenn man eher so auf den französischen Raum schaut, Aufklärung heißt, na, das sind die Supergescheiterln, die sind so aufgeklärt, die wissen alles und blicken herab auf die dummen Plebs, nicht? Und wollen jetzt natürlich nicht lernen, sondern belehren, nicht? Die wissen schon alles und sind so aufgeklärt, ihr seid alle ignorant, rückständig, verfolgt lange diskreditierte ökonomische Theorien und fällt auf depperte Scams rein wie Bitcoin, nicht? Da muss man euch natürlich schützen und betreuen und belehren. Und das ist so eigentlich das Grundverständnis leider von Aufklärung. War in Österreich auch so. Deswegen, wenn man sagt, österreichische Aufklärung und die meisten das googeln, na, auf wen stoßen sie? Auf wen stoßen sie? Nicht auf einen Supergelehrten, nicht, sondern auf Josef II. Ja? Da schaut es euch an, den Barockfürst. Ja. Ein gescheiter Mann, ohne Frage, aber er ist total im Rückstand, die Monarchie ist noch hinten nach, total unmodern und er merkt so, ihm entgleitet das. Ne? Also irgendwie muss man schon mithalten mit der Modernisierung und er macht jetzt eine Top-Down-Aufklärung von oben. Ja. Eigentlich Konterreformation, aber er verstaatlicht Klöster, nicht? Er bringt
Weisheit und Bildung unter das Volk. Und das ist bis heute so auch in Österreich wahrscheinlich der Modus vivendi, nicht, wie man Aufklärung angeht. Nicht? Man muss also irgendwie Bildung für alle, nicht? Also das große Thema. Und natürlich Bildung ist genau das, was diese Herren Experten da kontrollieren. Man kann sie die Sozialingenieure nennen und tatsächlich diese Tradition der Sozialingenieure kommt aus Frankreich. Die Philosoph, die Jakobiner, die großen Soziologen und dann natürlich die großen Parteigranden, die alles besser wissen, super gescheit sind, aber kaum reale Erfahrung haben, nicht einmal einen Würstelstand managen könnten, aber jetzt Weltwährungen managen natürlich. Und was eigentlich also da dahinter steckt in der Reaktion ist, sie sehen so das Chaos der Moderne und sagen, das verstehe ich, ja nicht einmal ich, und wenn ich es nicht verstehe, da kann das nicht sein, nicht? Das muss man korrigieren, da muss man aufräumen. Nicht das Lebendige, also irgendwie grauslich, das muss man zerteilen, zerschneiden, aufräumen, damit wieder alles ordentlich ist und passt und die belehrenden Gescheiterl das wieder verstehen können und deuten können. Und dahinter steht auch eigentlich ein gewisser Stil, eine gewisse Ästhetik. Ja? Und das ist natürlich eine Ästhetik der Formen, die einfach sind, damit man sie vervielfachen kann, skalieren kann, damit einer von oben sagen kann, ja, da müssen wir noch was bauen und da auch noch und wie viele Leute seid ihr und was brauchen wir noch, nicht? Das ist diese Art von auch ästhetischem Zugang zur Welt, der von oben herab bauen und konstruieren möchte, der also immer mehr auch das Städtebild verschandelt in dieser Reaktion, also durch eine ästhetische Bewegung, aber der eigentliche Hintergrund ist doch psychologisch. Und im alten Wien nannte man den dahinterstehenden Trieb Thanatos. Müsst nicht googeln, ist der Todestrieb. Ist der Todestrieb. Warum ist es ein Todestrieb? Es ist der Todestrieb derjenigen, die auf was Organisches, Lebendiges hinschauen und sagen, Igitt, es braucht Energie, es braucht Energie. Ich habe dir ja nicht zugestanden, ich habe es ja gar nicht verstanden. Wofür ist denn das? Weg damit, macht es tot, dreht es ab. Das ist auch ein Todestrieb, nicht? Ich stoße auf einen lebendigen Organismus, aus dem Stolz heraus will ich mir nicht eingestehen, dass ich sowas nicht bauen könnte, erdenken könnte, schaffen könnte und komme natürlich ran und sage, ja, ich erkläre, wenn man das reparieren muss, nicht? Das ist nicht alles falsch designt, lasst den Designer ran, der macht euch das besser. Und im Grunde ist es also tatsächlich eine Art Todestrieb von Menschen, die nicht mit Bescheidenheit an das Lebendige rangehen können, sondern ihre festen Ideen über die Welt stülpen. Und wenn ihr Modell im Kopf nicht zur Welt passt, na umso schlechter für die Welt. Na dann ist natürlich die Welt scheiße und kaputt und furchtbar und das System und alles muss man kaputt machen und zerschlagen. Macht kaputt, was euch kaputt macht für die neuen schönen Pläne. Und es gab schon eine gewisse Gegenstimmung und es gibt interessanterweise, und das ist für mich jetzt also der Kern dieser österreichischen Schule als Netzwerkeffekt, man kann davon sprechen, dass es eine späte, verstecktere, nicht in die Geschichtsbücher eingegangene österreichische Spätaufklärung gab. Aber Aufklärung in einem ganz anderen Sinne. Es ist ein Lob des Lebendigen und es ist ein Interesse an lebendigen Strukturen, der sich auch in der Kunst zeigt, im Jugendstil. Vorsichtige Versuche, da irgendwie so eine Lebendigkeit reinzubringen, abzubilden mit allen Schwierigkeiten und Problemen. Und wir kommen auch zu einer dritten Bedeutung dieser Wiener Schule. Und die hat Hayek ganz gut formuliert, auch bis heute lebendig in dieser Formulierung. Er sagt, ich stehe für eine Partei. Das ist interessant, das würde ich sagen, überhaupt nicht assoziieren. Er meint natürlich, eigentlich ist es auch eine politische Bewegung. Und ihr spürt es alle und ihr wisst es alle, ihr merkt euch natürlich ein gewisser Widerspruch einer wertneutralen wissenschaftlichen Tradition. Und wie heißt die Partei, für die Hayek steht? Er sagt, dann nennen wir es mal die Partei des Lebendigen. Nennen wir es die Partei des Lebendigen. Diejenigen, die Partei nehmen, die einstehen für die Interessen des Lebendigen, des noch nicht abgetöteten, zergliederten, zerstückelten, neu konstruierten, aufgebauten. Und das ist nämlich die dritte Bedeutung der österreichischen Schule, insbesondere in ihrer Wiederauferstehung in Amerikas Austrian School, sich offensichtlich, dass da auch im Kern eine Bewegung dahinter steht, etwas, das Menschen eint in gewissen Werthaltungen, Zielsetzungen, Zielvorstellungen über eine bessere Welt.
Und interessanterweise hat es auch eine ästhetische Komponente. Also es ist interessant, dass also das alte Wien auch Höhepunkt vieler Schulen im gestalterischen, künstlerischen Bereich war. Und es gibt so zwei prominente Ansätze zu der modernen Ästhetik einer falschen Aufklärung, ja, die wir überall sehen können, überall dieselben Fassaden hochgezogen. Und der eine Versuch ist von Otto Wagner, diese lebendigen Formen des Jugendstils reinzubringen, eher der aufgeklärtere Weg. Und wir sehen bei Otto Wagner schon die Problematik, er tendiert in Richtung Planstadt. Ja, das ist die Gartenstadtbewegung, Planstadt. Er hat grandiose Pläne für Wien. Ich muss sagen, zum Glück werden die nicht umgesetzt, weil es natürlich genau dieser Top-Down-Aufklärungsprozess ist. Aber nicht einfach, nicht? Man schaut auf die Welt, man sieht, dass da ästhetisch sich an sich was Schlechtes durchgreift und denkt es als gescheiter Mensch nach, auch im Zuge dieser Netzwerkeffekte, na, wie kann man da was Lebendiges, Besseres hineinbringen, und macht natürlich gravierende Fehler. Interessanterweise gibt es nicht nur diesen führenden Kopf dieser Tradition in Wien, sondern auch einen totale Gegenseite, einen gewissen Herrn Camillo Sitte, nicht mehr so bekannt, einer der führenden Denker der Stadtentwicklung, und er revoltiert gegen die moderne Stadt. Und er versteht und analysiert das organische Wachsen mittelalterlicher Städte und setzt die als Gegenentwurf zur großen Allee. Also für ihn ist das Ideal, ist der kleine mittelalterliche Platz, umgeben von Häusern, versus natürlich Top-Down-Aufklärung, große Allee. Und muss sagen, heute muss man dankbar sein für diese Phase der Aufklärung. Es sind immerhin noch Alleen und keine Betonwüsten. Wie es dann danach kommt, weil die Betonwüste ist natürlich noch einfacher, nicht? Die kann man natürlich noch irgendwie künstlich ein bisschen bepflanzen und ein bisschen an Kiesel und ein bisschen Sprühnebel dazugeben. Aber man merkt schon, dass es gegenteilige Reaktionen sind. Und natürlich auch eine Kamillosite in diesem Versuch. Das heißt, das Spannungsverhältnis kippt in die andere Richtung rein, in die Romantik übersieht natürlich ein bisschen, dass das Leben in der mittelalterlichen Stadt schon ein bisschen romantisiert ist und die meisten, wenn sie die Wahl haben, dann allzu engen, schmutzigen, dunklen Verhältnissen fliehen wollen und da durchaus dann auch was ein bisschen Aufgeräumteres eine bessere Antwort sein kann. Aber eben zwischen diesen Widersprüchen haben wir also ganz interessante Elemente, und auch diese Wiener Schule oder Österreichische Schule der Ökonomik entsteht in diesen Widersprüchen der Zeit. Und ist eigentlich verbunden im Netzwerkeffekt mit einem anderen Verständnis von Aufklärung. Interessanterweise gibt es ja nicht nur die französische Aufklärung, es gibt auch eine schottische Aufklärung. Und die schottische Aufklärung war vom Gepräge ganz anders. Das ist eine, die wird nicht genährt von einem Hofstaat, weil Schottland hat ja den Hof anderswo gehabt und da wenig zu melden, sondern eigentlich durch Tabakhändler, die Muße haben und jetzt aus Interesse in Vorlesungen gehen, weil sie Zeit haben, die Schiffe sind auf hoher See, der Wohlstand ist da. Zum Glück dürfen sie nicht rumpolitisieren, sondern müssen sich irgendwie kulturellen und wirtschaftlichen Aufgaben widmen. Und das war ganz ähnlich im alten Wien, dass es diese verspätete Industrialisierung hatte. Wir haben eine ganz kleine Schar an Großkaufleuten mit unterschiedlichsten ethnischen Hintergrund, Schweizer Banker, Hugenotten, Juden, Böhmen, Moravia und Ähnliches. Und die kriegen ein Freihandelspatent, ein KMK-Freihandelspatent. Was heißt das? Absolute Wirtschaftsfreiheit und null Steuern. Ja, fantastisch, die leisten auch diese Unternehmer, die leisten so viel, dass viele davon geadelt werden für Verdienste um die Entwicklung Österreichs. Und daher kommen die meisten Adelstitel der Österreicher, also deren Eltern oder Großeltern waren in dieser späten Modernisierung aktive Unternehmer, Techniker und sind also schon Verdienstadel. Und dieser, interessanterweise sind also Menger und Hayek beide inspiriert von der schottischen Aufklärung, und das soziale Gepräge ist relativ ähnlich, und es entsteht auch wirklich was Eigenes, ein eigenes Gepräge, also eine Kulturblüte und eine Wissenschaftsblüte, die nicht mit einer zentralisierten Top-Down-Struktur zu tun hat, wo die Bürger jetzt nicht wetteifern, also irgendwelche Ämter kriegen und Funktionen übernehmen und wie alles besser geplant werden soll, ganz partizipatorisch oder in Räten oder wie man sich das sonst vorgestellt hat, sondern die Politik ist natürlich noch rückständig, zum Glück muss man sagen, und die Bürger dürfen sich der Wirtschaft und Kultur widmen. Und es ist diese Art von Aufklärung, die also da ein bisschen mit einem Lichtlein an die Komplexität der Welt rangeht, und durchaus ähnlich ist
mit dem, was die meiste Neugierde, das Bitcoin-Thema wächst. Man hat so den Eindruck, und deswegen ist ein stehendes Bild, der Weg in den Kaninchenbau. Nicht? Das ist eine ganz andere Vorstellung von Aufklärung, nicht von oben ein großes, helles Licht, sondern ich habe ein Lichtlein und kann damit etwas Spannendes verstehen, wo ich noch nicht sehe, wo das enden wird. Und ich gehe dem nach und ich glaube, es ist eine charmantere Vorstellung von Aufklärung. Und in dem Sinn ist die österreichische Schule also tatsächlich eine spätösterreichische Aufklärung, eine Aufklärungsbewegung. Aber auch ein Movement, auch durchaus eine politische Bewegung, in diesem Sinne chaotisch, widersprüchlich, mit taktischen Überlegungen manchmal. Aber es ist eine Bewegung, die durchaus ähnlich ist mit dem, was Bitcoin in der dritten Bedeutung ist. Es ist schon auch eine Bewegung gegen dieses allüberwachende, kontrollierende, des bezeichneten Todestrebs, der alles wissen will, weil er alles besser weiß, um alles besser zu machen, alles zu reparieren. Und das ist schon ganz interessant, dass es also diese enge Analogie auch dann in den politischen Konnotationen gibt. Die sind so eng, dass viele Akademiker sogar meinen, naja, Bitcoin muss irgendwie eine ideologische Verschwörung sein, die da aus einem selben Wurzel kommt wie die österreichische Schule der Ökonomik. Ja, ist natürlich also eine irrige Vorstellung. Und auch beim Zugang zu Bitcoin ist es also ganz ähnlich wie die österreichische Schule, die Dynamik von Marktbeziehungen und Netzwerken betrachtet hat, sind die meisten Bitcoiner, wenn sie tiefer in den Kaninchenbau reingehen, beeindruckt von der Komplexität der Netzwerke, die eine Dynamik haben, eine Lebendigkeit haben und sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, welcher Knoten da jetzt wichtig sein wird. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich das Netzwerk besser bauen soll. Ich kann so mit einer gewissen Bescheidenheit und Erkenntnisinteresse rangehen. Und dann ist natürlich schon denkbar, dass diese positive Aufklärung wie im alten Wien eine gewisse Renaissance bedingt, auf einer gut gehodelten Grundlage, nicht, dass dein Aufbau irgendwann passiert, dass da also eine positive Dynamik drinsteckt. Und das ist interessanterweise auch bei der österreichischen Schule so. Also die hat eine unglaubliche praktische Wirksamkeit, aber interessanterweise genau dort, wo sie unsichtbar ist, wo man sie sagen, am wenigsten am Schirm hat. Die zwei Lieblingsschüler von Karl Menger waren Felix Somari und Richard Schüller, kennt heute kaum jemand mehr. Sie waren seine Lieblingsschüler, also war ehrlich zu ihnen und hat gesagt, bitte macht keine akademische Karriere, das ist brotlos. Und Felix Somari wurde zum einem der Mitbegründer des Schweizer Privatbankwesens, einer ganz wichtigen Infrastruktur, unterschätzten Infrastruktur, nicht heute, aber im 20. Jahrhundert. Und Richard Schüller war einer der wichtigsten Diplomaten im Hintergrund, der nach den Weltkriegen den Frieden wieder nach Europa gebracht hat, auch an der Unabhängigkeit Österreichs als relativ kleines Land, was ja sagen, relativ besser als Deutschland ist, aber relativ ist nicht, heißt nicht mehr viel heute, auch da also eine entscheidende Wirkung gehabt hat. Und das Verblüffende und Kuriose ist dann schon, also dass es da so viele Wendungen gab. Karl Mengers Bibliothek landet irgendwann in Japan und ausgerechnet in der sechsten Generation der österreichischen Schule ein Vertreter, nicht als akademischer Schüler, sondern als Proponent eines solchen Knoten in einem Netzwerk, ist der unsichtbarste und ist der wirkungsvollste Vertreter der österreichischen Schule. Und dieser Vertreter sollte ausgerechnet einen japanischen Namen annehmen. Er kennt ihn alle als Satoshi Nakamoto. Danke euch.